Und das Spiel läuft. Da passt er auf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Boateng. El-Younoussi. Gefährliche Flanke. Gut gelöst vom Verteidiger, da bleibt er ganz ruhig. Cantona. Gutes Tackling. Bah. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Klasse Technik. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Schneider. Er nimmt ihm den Ball ab. Jetzt wird's gefährlich. Den spielt er steil. Gut verteidigt hier. Einwurf, der Ball war draußen. Witze. Sehr gut aufgepasst. Balotelli. Klares Abseits hier. Schade, wäre keine schlechte Möglichkeit gewesen. Das macht er gut. Lewandowski. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Der Ball kommt. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Da stand er gut und gibt Freistoß. Die Fans sind nicht zufrieden, aber ich kann die Spieler natürlich verstehen. Die haben es hier halt einfach nicht mehr eilig. Das ist nicht wirklich schön, aber man kann es ihnen nicht verübeln. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Jetzt die Möglichkeit. Den hält er super. Es gibt Ecke. Lewandowski. Sehr gut gemacht vom Torhüter. El-Younoussi. Sie hätten in Führung gehen können, aber der Ball geht vorbei. Warum nur, Buschi? Richtig gute Gelegenheit und eigentlich auch ein guter Abschluss. Boateng. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Flagge kommt gut rein.
Problemlos hat er hier den Ball. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Der Ball kommt gut. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das macht er super mit Technik. Snyder. Sehr guter Einsatz. Gut geklärt, aber Einwurf. Unnötiger Ballverlust. Da pfeift der Freistoß. Witzel. Bah. Wird's jetzt gefährlich? Cantona. Und er gewinnt den Zweikampf. Einwurf jetzt. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Gekas. Witzel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und gibt's jetzt die Führung? Eckstoß also. Mit dem Kopf. Und jetzt haben sie die Nase vorn. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Klasse Ecke und dann natürlich auch ein richtig guter Abschluss. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das könnte gefährlich werden. 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Und er pfeift Freistoß. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Er steht gut und hat den Ball. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen.
Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Wird das eine Torchance? Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Das gibt Abstoß. Jetzt ist er durch. Gut gemacht, gutes Tackling. Lewandowski mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Boateng, da ist er. Das könnte es sein. Gute Aktion vom Torhüter. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Er schraubt sich hoch. Ganz wichtig. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. El-Yunusi. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und er gewinnt den Zweikampf. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt vielleicht. Und er gibt Elfmeter. Er gibt den Elfer. Kurz vor Schluss bekommen sie vielleicht ein weiteres Gegentor. Und die Chancen hier auch nur im Entferntesten etwas mitzunehmen, sinken natürlich weiter. Und Eckstoß. Chance vorbei, da steht keiner. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Die Flanke fällt das Tor doch noch. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ein Blick hier auf den Ballbesitz. Und da sehen wir sehr ausgeglichene Zahlen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. El-Yunusi. Klasse Tackling. Defensiv machen sie es gut. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch.
Jetzt ist der Ball dort auch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Den Ball spielt er raus. Da trennt er ihn vom Ball. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Ach, zu ungenau, der Ball ist weg. Mit Abstoß geht's weiter. Boateng. Ja, das war abseits. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abwehr hat aufgepasst. Da trennt er ihn fair vom Ball. Schneider. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Bah. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Giovinco. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Wird's jetzt gefährlich? Gut aufgepasst vom Verteidiger. Und jetzt geben die Fans hier noch mal Gas, gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Sehr guter Einsatz. Lustig. Kurz vor Schluss gibt's noch einen Freistoß. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und er pfeift abseits. Lustig. Und